Der prorussische stellvertretende Gouverneur der Region Cherson, Kyrill Stremusow, ist tot. Am Mittwoch sei der Gouverneur bei einem Autounfall getötet worden, vermelden russische Agenturen unter Berufung lokaler Behörden. Die genauen Unfallumstände sind aber noch unklar. Auch die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, dass die Pressestelle den Tod des russischen Besatzers in Cherson bestätigt hat. Zuletzt organisierte der Politiker die Evakuierung der Zivilisten auf die westliche Flussseite des Dnieper. Stremusow wurde vor allem mit Verherrlichungsvideos Russlands in den sozialen Netzwerken bekannt.